Wir haben schon besprochen, dass man bei der Antivirensoftware immer wieder die neuesten Updates einspielen soll. Und das ist deshalb wichtig, weil laufend jeden Tag Tausende von neuen Viren programmiert werden und zum Beispiel im Internet veröffentlicht werden. Und damit dann dein Antivirenprogramm weiß, was jetzt ein Virus ist und was eine harmlose Software zum Beispiel ist, benötigt es die entsprechenden Informationen. Das heißt, Informationen über bereits bestehende Viren werden heruntergeladen. Darüber hinaus kann es ganz wichtig sein, dass du ein Antivirenprogramm hast, das auch generell verdächtige Software kennen kann. Das heißt, erkennen kann, ob sich eine Software, die sich auf deinem Computer befindet, verdächtig ist, auch wenn sie noch nicht das Virus bekannt ist. Das sind die Eigenschaften eines modernen Virenscanners. Hier bei Wikipedia, wiki-antivirenprogramm, findest du im unteren Bereich eine Auflistung momentaner aktueller Antivirensoftware. Du bekommst den Hinweis, ob es deutschsprachige Software ist und du bekommst den Hinweis, ob es sich um eine kostenlose Software handelt. Eine Virensoftware, die in letzter Zeit sehr populär wurde, ist eine kostenlose Software, ist hier dieses Microsoft Security Essentials. Wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich bei Wikipedia zu einer Beschreibung dieser Seite. Wenn ich jetzt hier auf diesen Hyperlink klicke, offizielle Seite, komme ich zu einer entsprechenden Seite, das ist hier die Internetadresse, und hier kann man dann diese Software runterladen, installieren. Hier hast du in englischer Sprache noch ein Installationsvideo, das dir erklärt, wie du diese Software installieren kannst. Bei Windows selber, Windows 7, kannst du sehr gut erkennen, ähnlich ist es bei Windows Vista, ob deine Sicherheitseinstellungen mit der Antivirensoftware gut funktionieren. Da gehst du jetzt hier dann auf Systemsteuerung, es wird hier ein Fenster geöffnet, da gehst hier auf System und Sicherheit und hier dann im oberen Bereich hast du hier das sogenannte Wartungscenter. Du klickst drauf und es werden hier Hinweise gegeben und hier ist dann vor allem dieser Bereich Sicherheit für uns bedeutsam und hier wird mir dann angezeigt, ob die Firewall ordentlich funktioniert. Hier steht, dass bei mir Norton Internet Security die Überwachung übernommen hat, ob alle Updates eingespielt werden, ob der Virenschutz funktioniert. Hier ist wiederum Norton Internet Security eingeblendet. Wenn du jetzt diese Virensoftware von Windows hereinnimmst, diese Security Essentials, dann würde hier dann stehen, Security Essentials hätte das übernommen. Dann die Internetsicherheitseinstellungen, ob diese in Ordnung sind. Also eine Reihe von Dingen werden hier angezeigt. Wenn es hier etwas nicht funktionieren sollte, würde das hier deutlich als Warnung dann angezeigt werden. Also hier mal wieder vorbeizuschauen, ob hier alles passt, würde sich sicherlich empfehlen.